Es wird mal wieder Zeit, die Missionen in den Cyberspaces von Sonic Frontiers abzuschließen. Und das machen wir auch hier mit in diesem Video. Und das erste ist natürlich dieses Level, ich habe die Nummer vergessen, aus Kronos Island. Da haben wir es nämlich noch nicht ganz abgeschlossen. Das Spiel haben wir fast fertig. So, ich hoffe, ich habe da keinen roten Ring verpasst. Uns fehlt ja auch nur der mittlere. Alles andere haben wir. Wir brauchen nur die roten Ringe. Und zwar den mittleren. Da ist er, glaube ich. Yep. Und damit hätten wir sie alle. Ich spiele aber kurz trotzdem dieses Level zu Ende. Fürs Ergebnis. Und das war's dann. Aber auch wenn wir die Story von Sonic Frontiers abgeschlossen haben, fehlt uns da noch was. Und zwar der Secret Final Boss, den es gibt. Ich weiß aber noch immer nicht, wie man ihn freischaltet. Und es kommen natürlich auch kostenlose Updates zum Spiel, die neues Content reinbringen, wurde schon bestätigt. Und jetzt haben wir das zu 100%. So, und mit der Cyberspace 1.5 geht es weiter hier in der Chemical Plant Zone. Oh, dieser Death war nice. Oh nee, die Zeit wird ja nicht zurückgesetzt, aber die Zeit ist ja uns auch egal. Man kann hier auf die anderen Wege rüber. Das finde ich cool. Ich hoffe nur, ich verpasse dadurch die roten Ringe nicht. Das ist der erste, nice. Uns sind ja die roten Ringe jetzt hier wichtiger als der S-Rang, weil wir haben den S-Rang schon. Aber man muss sagen, die roten Ringe hier zu finden wird gar nicht mal so schwer sein. Das war eine schüche Sequenz. So. Uns fehlt der vorletzte, also der vierte Ring. Das war der dritte oder der fünfte? Ich hoffe mal der dritte, weil ich sehe noch kein Ziel. Deshalb meine Vermutung, der dritte. Kurz so umschauen. Ja, meine Vermutung, der dritte. Ich hoffe, der vierte, der andere liegt auch auf dem Hauptweg. Liegt bitte auf dem Hauptweg. Wäre nett. Uiuiuiui, das zeigt mir schon ein bisschen Angst ein. Und wir haben den vierten verpasst. Das bedeutet, wir starten die Zone sofort wieder neu. Das geht nämlich nicht. Dafür muss man X erneut versuchen. Ich laufe jetzt wieder den ganz Standardweg ab. Den ersten und den zweiten haben wir. Uns fehlt ja, wie gesagt, der vierte. Der vorletzte. Weil der erste ist aber auch nicht schwer versteckt, muss man zugeben. So. Schade, dass man in diesem Spiel nicht driften kann. Also die Cyberspace sind schon geil, sage ich. Aber das richtige Feeling von einem richtigen Sonic-Level fehlt mir. Da hat zum Beispiel Sonic Generations mehr drauf. Aber ich muss auch sagen, in Sonic Forces gab es nicht mal dieses Gefühl. Kannst du dich mal umdrehen, wollte ich fragen, weil ich glaube, da war was. Aber hier gab es ja einen Checkpoint. Checkpoints sind gut. Muss ich vielleicht auf dich für den letzten Ring? Was sagt man dazu? Oder muss ich doch hier irgendwo bleiben? Auf der normalen Linie. Nee. Da verpassen wir ihn immer noch. Puh, wo könnte der denn sein? Das ist natürlich schwer, es zu finden. Hier ist der dritte, auf jeden Fall. Also der vierte muss irgendwo hier jetzt so kommen. Meiner Vermutung nach. Ich nehme mal jetzt diesen Weg. Und hier ist er nicht.
Gut, vielleicht irgendwo unten? In den Kisten? Nee. Ja, da! Doch, unten. Hier ist er. Irgendwie merkwürdig, dass er so einfach auf den Weg liegt, aber egal. So, und wir gehen weiter. So, hehe. Easy cheesy. Und mit der letzten Cyberspace hätten wir dann Kronos Island auch meiner Meinung nach zu den wirklichen 100% abgeschlossen. Alle Cyberspaces auf 100 und alles gesammelt. Jetzt kommt Reha Island. Oder, nee, nicht Reha Island, Ares Island. Die Frage ist, wird bei Ares Island auch so alles glatt funktionieren wie in den anderen Islands, also zum Beispiel Kronos Island, da, wie wir wissen, je später man in die Welt kommt, desto schwieriger werden die Dings, die Cyberspaces, also für auf alle 100% abzuschließen, werden wir ja gleich sehen. Ich habe einen roten Ring verpasst, das darf nicht wahr sein. Sofort erneut starten, wie gesagt, da sollte man lieber sofort erneut starten, weil das die Ladezeiten beim Neustart ziemlich geil kurz sind. Und ja. Deshalb lieber neu starten. Und jopp. Sheesh. So. Ich hoffe, ich habe da unten nichts verpasst. Nein. Hier ist der zweite Ring. Jetzt den vierten bitte nicht verpassen. Weil in 2D-Level sind immer so verweckt. Hier war der dritte, also der obere Weg ist schon mal richtig. So. Ist hier der obere auch wichtig, richtig? Werden wir sehen. Werden wir gleich sehen. Da, was da oben ist, keine Ahnung. Ja. Hier ist der vierte und jetzt den fünften, bitte. Und 30 Ringe brauchen wir, glaube ich, auch noch. Aber das ist, glaube ich, easy zu schaffen. Wir haben ja schon 40. Und damit hätten wir es geschafft. Ja. Easy. Und zum Ende des Videos vielleicht mal eine Cyberspace, die uns etwas länger beschäftigen wird. Denn hier brauchen wir den S-Rang, rote Ringe und normale Ringe. Das wird vielleicht etwas länger dauern, aber schaffen wir, glaube ich, schon. Wäre auch cool, wenn wir das im allerersten Versuch schaffen, denn dann muss ich nicht viel schneiden. Aber das steht in den Sternen. Ist das der Ring, den ich brauche? Jop. Das ist der Ring, den ich brauche. Ich glaube, Rang S wird das jetzt nicht, aber Hauptsache, wir haben die roten Ringe und vielleicht die normalen Ringe. Das wäre dann so das Wichtigste für den Anfang. Und dann später können wir uns das, den Rang S schon holen. So, perfekt. Ich muss ja auch noch wissen, was die Zeitvoraussetzung für Rang S ist. Das weiß ich ja leider nicht. Vielleicht haben wir es ja auch geschafft. Wer weiß. Nein. Um 2 Sekunden und 14 Millisekunden knapp. Das bedeutet erneut Versuch. Habe ich doch gesagt, das beschäftigt uns ein bisschen lange. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch cool. Weil die Cyberspaces sind schon cool, das gebe ich zu. Aber sie haben halt kein Feeling von richtigen Subsonic-Leveln. Da muss ich ehrlich sein. So. Rang S, easy ist hier, muss ich sagen. Weil dieses Level, finde ich, ist nicht schwer, auch nicht lang. Ich hab's fast verkackt. Und ich hab's verkackt. Also da hätte ich lieber das Maul nicht aufreißen sollen. Da bin ich jetzt ehrlich zu mir selbst. Da wollte ich zu viel Speedrun.
Ich bin kein richtig. Ich habe nicht so viel Sonic Spin, das Sonic Skill. Das muss ich mir schon einprägen können. So. Okay, jetzt zeigt. Okay. Jetzt hat sich ein bisschen der Skill gezeigt, aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden. Obwohl, ich versuch's nochmal. So. Das war dumm. So. Haha. Das war Skill gerade. So. So. Easy. So. Hier auch easy. Easy und let's go. Schaffen wir locker. So, da ist ja auch schon das Ziel. Und damit hätten wir es. Gut, und mit dieser schönen Aussicht wünsche ich euch einfach einen guten Start ins neue Jahr, nachträglich, weil dieses Video wird wahrscheinlich später auftauchen. Aufgenommen ist es am 4.1. Ich glaube aber, das wird eher so 7., 8., 9. auftauchen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal für mehr solche Videos und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video, Stream oder sonst noch was. Bis dann und ciao.